Typen, die ich euch heute zeigen möchte, da könnt ihr wirklich hundertprozentig davon ausgehen, dass ich die Sachen ausgiebig getestet habe. Und jetzt möchte ich eben meine Meinung dazu abgeben, ob ich es mir nachkaufen würde oder nicht. Ich habe nämlich ein Aufgebraucht-Video für euch. Das heißt, ich zeige euch die Produkte, die ich in der letzten Zeit so, ja, leer gekriegt habe. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei, den ihr gebrauchen könnt oder vielleicht auch die ein oder andere Kaufempfehlung. Deswegen, ja, fange ich jetzt direkt mal an und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, ich habe wieder ein kleines Beutelchen, voll mit leeren Produkten. Ich fange an mit den Balea Reinigungstücher vom DM für jeden Hauttypen. Die habe ich euch in einem Haul gezeigt, weil ich mir gedacht habe, ich kaufe mir einfach mal so eine Packung für Tage, an denen ich ein bisschen lazy bin, was meine Abschminkroutine angeht. Ja, um einfach mal so Reinigungstücher da zu haben. Und da erschienen mir die eigentlich ganz gut. Erfrischender Grapefruit-Duft steht hier drauf. Und es soll eben sanft auch wasserfestes Make-up entfernen. Keine Kaufempfehlung von mir. Werde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Ich habe mit solchen Tüchern eigentlich immer Pech, weil die einfach nie an meine normale oder an meine normalen Abschminkprodukte rankommen. Hier habe ich total zu tun, dass ich meine wasserfeste Mascara abkriege. Ja, brauche ewig dafür und ich finde, die sind auch nicht so, die sind so sehr trocken, dass ich davon zwei oder drei Abschminktücher benutzen muss, damit ich das Gefühl habe, dass mein Gesicht sauber ist. Ja, deswegen würde ich die auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Hier sind auch nur 10 Stück drin. Ich glaube, die gibt es nochmal in einer etwas größeren Packung, aber ja, einfach mal zum Testen, okay, aber brauche ich nicht. Dann habe ich aufgebracht von John Frieda das Frizz Ease. Das ist für die Haare so eine Finishing Cream, die man sich eben, wenn du dein Haar quasi fertig gestylt hast, fertig geföhnt hast, dann eben zum Schluss nochmal so in die Spitzen oder hier so einfach reingeben kannst, damit das Ganze nochmal so ein bisschen Struktur kriegt und deine Haare oder deine Frisur einfach irgendwie ein bisschen besser sitzt. Und es ist auch gut, um Frizz aus den Haaren eben zu kriegen. Und ich habe sehr frizzige Haare, wenn ich das Zeug nicht benutze. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, kaufe ich mir das auf jeden Fall unbedingt wieder nach. Ich liebe das. Habe ich euch auch schon in meiner Haarroutine gezeigt, dass ich das einfach nur bombenspitze, klasse finde. Und es wirklich zu so einem Liebling, Favoriten, heiligen Gral von mir geworden ist. Verwandelt trockenes, strohiges, zauseliges Haar sofort und macht es geschmeidig und glänzend. Das Produkt hält auf jeden Fall, was es verspricht. Dann habe ich zweimal Wattepads aufgebraucht und ich kaufe mir in letzter Zeit eigentlich nur noch solche Maxi-Wattepads, die einfach so ein bisschen größer sind. Einmal von Lily B, das ist die Marke von Rossmann. Hier sind 40 Stück drin. Und dann einmal von Ebelin aus dem DM und hier sind auch 40 Stück drin. Ich fand die von Ebelin besser, die werde ich mir auch wieder nachkaufen, die hatte ich auch schon mehrmals, weil die diese zwei verschiedenen Strukturen haben. Einmal eben so glatt und dann einmal so eine bisschen rauere, strukturierte Oberfläche, womit man sehr gut das Wasser, das wasserfeste Make-up abbekommt. Also meine wasserfeste Mascara kriege ich mit dieser strukturierten Seite sehr, sehr gut ab. Ansonsten haben mir die hier aber auch gefallen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer zu denen greifen. Dann habe ich auch mal eine Zahnpasta aufgebraucht und ich wollte die euch zeigen, weil ich die wirklich ganz schön fand, so vom Geschmack her und auch eigentlich so vom Effekt, obwohl ich jetzt nicht unbedingt sagen will, dass dadurch meine Zähne viel weißer geworden sind, aber es hat sich einfach gut angefühlt. Und zwar ist das von BlenderMade die 3D White Zahnpasta, habt ihr bestimmt auch schon gehört oder vielleicht auch schon selber benutzt. Ja, ich finde die sehr, sehr gut, kauf mir die auch ab und zu mal nach, also ich hatte die auch schon und ja, ist einfach ein schönes Gefühl, ein schöner Geschmack im Mund danach und ich habe das Gefühl, sie macht meine Zähne wirklich gründlich sauber. Wie in jedem Aufgebraucht-Video, mein Augen-Make-up-Entferner von Reval de Loop. Das ist der Clean and Care ölhaltige Augen-Make-up-Entferner mit Ginkgo und Aloe Vera für wasserfestes Make-up. Was muss ich dazu noch sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Das ist einfach mein Abschminkprodukt, was ich mir immer nachkaufe, weil ich damit meine wasserfeste Mascara total gut runterkriege, das einfach überhaupt nicht irgendwie viel verschmiert, sondern ich gebe mir das eben drauf, aufs Wattepad halt das so ein bisschen und dann mache ich das runter und es geht einfach so viel gleich mit dem ersten Schwung einfach ab. Brennt überhaupt nicht in den Augen. Okay, es ist ölhaltig, das mag vielleicht nicht für jeden so unbedingt schön sein, vor allem nicht für jemanden mit sehr ölig oder mit einer sehr öligen Hautpartie. Da ich aber generell im Gesicht trockene Haut habe und es auch in meinen Augen herum immer sehr oft spannt, weil es einfach sehr trocken ist, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Die kosten auch überhaupt nicht viel. Also die sind mega günstig. Ich glaube,
um den Euro, also so 1 Euro, manchmal sind die auch im Angebot, dann kosten die nur 70 Cent. Ja, absolute Kaufempfehlung. Ich werde mir den oder habe ihn mir schon zweimal nachgekauft. Vielleicht probiere ich mal was anderes aus. Ich weiß nicht, ich habe jetzt in der letzten Zeit auch Lust gekriegt, mal wieder was anderes auszuprobieren, aber nicht, weil ich irgendwie mittlerweile unzufrieden mit dem Ergebnis bin, um Gottes Willen. Ich teste halt gerne neue Sachen, aber hier würde ich immer, immer wieder drauf zurückgreifen. Genauso wie bei dem hier, da würde ich auch immer wieder drauf zurückgreifen und das tue ich auch. Das ist das Rexona Deo in der Variante Shower Fresh. Allgemein die Rexona Deos kann ich durch und durch empfehlen. Das sind einfach meine Lieblinge, die kaufe ich immer wieder nach. Jemand hat mir schon mal unter meine Videos geschrieben, wegen dir kaufe ich jetzt immer Rexona Deos. Also ist in jedem Aufgebraucht-Video dabei und da, glaube ich, muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Also es schützt und es riecht toll und es ist super und ich liebe es. Dann habe ich auch noch eine Sache aufgebraucht, die ich sehr empfehlen kann. Und zwar gehört das auch zu meiner Abschminkroutine mittlerweile echt dazu. Das ist von L'Oréal Paris, dieses Hydra Aktiv 3 Micellenreinigungsfluid. Von dem jeder gesprochen hat. Ich glaube, zu dem habe ich auch schon eine ausführliche Review gemacht. Setze ich euch in die Infobox und hier in das Video rein. Das ist wirklich super. Ist ja so ein bisschen so ein Dupe. Mal sagt es einer mehr, mal sagt es einer weniger. So ein Dupe zu diesem Bioderma H2O Wasser. Das habe ich auch schon gehabt und finde, es kommt dem schon sehr nah. Ich würde auf jeden Fall eher immer zu dem tendieren, als mir nochmal das von Bioderma zu kaufen, weil ich das einfach überteuert finde. Keine Ahnung, letztendlich ist es nur Wasser und ich weiß nicht, was da noch so drin ist. Ich finde, es reicht völlig aus. Für 3 oder 4 Euro hat es für mich eigentlich genau den gleichen Effekt. Nachdem ich mir meine Augen sozusagen abgeschminkt habe mit dem Revival de Loop Augen-Make-up-Entferner, nutze ich das mit einem nächsten Wattepad, um mein gesamtes Make-up damit zu entfernen. Und da gehe ich vielleicht so, ja, mit 2 Wattepads nochmal komplett drüber, einfach weil ich das will, dass das sehr, sehr gründlich ist. Es würde auch, denke ich mal, einen Durchgang reichen sozusagen. Ja, aber ich nehme das 2-mal und dann wasche ich mir mein Gesicht nochmal mit Wasser und dann bin ich fertig. Und ja, ich finde das echt gut. Oh, hier hupt wer. Dann kommen wir mal zu den Haaren. Da habe ich auch echt ein paar Produkte aufgebraucht. Ich fange mal an, nach der Reihenfolge gehend, habe ich zuerst das hier aufgebraucht. Ups, Entschuldigung. Von Yves Rocher ist das Shampoo Goldene Reflexe für blondes Haar. Ja, genau. Das habe ich mir mal bestellt, beziehungsweise meine Mutti hat das für mich bestellt. Und Yves Rocher, keine Ahnung, da kenne ich mich an sich gar nicht so aus, aber so ein paar Sachen gefallen mir da echt gut. Das Shampoo, muss ich sagen, würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Also es war ein... hat einen schönen Effekt gehabt. Meine Haare sind sehr schön glänzend dadurch geworden. Es riecht auch so ein bisschen nach Bier, also so ein bisschen nach Hopfen. Und ich glaube, das ist ja sowieso eigentlich gar nicht mal so schlecht für die Haare. Den Geruch fand ich trotzdem ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich gestehen. Unter der Dusche fand ich das irgendwie nicht so geil. Ich stehe da mehr so auf diese parfümierten, schöneren Gerüche. Ich weiß nicht, das hier riecht jetzt sehr natürlich. Trotzdem fand ich es ganz gut, würde es mir aber, glaube ich, so nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich von Balea die Spülung aufgebraucht. Also ich habe das Shampoo genommen und dazu dann die Spülung von Balea. Und zwar ist das die More Blonde Spülung, auch für naturblondes oder blondiertes Haar, ohne Silikone, farbaufhellend und blonderes Blond. Ja, also dass das jetzt unbedingt mein Blond aufgefrischt hätte oder verstärkt hätte, kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Ups. Wenn ich mir das in die Spitzen vor allem gebe, denn ich benutze die Spülung hauptsächlich nur in meinen Spitzen, sind die danach total schön geschmeidig. Und dass das ohne Silikone ist, finde ich auch sehr, sehr schön. Die ist auch echt überhaupt nicht teuer und dafür ist es eigentlich ein gutes Produkt. Bei Spülung kann man ja eigentlich, entweder ist eine Spülung für mich ist so, entweder sie bringt was, also sie entwirrt meine Haare und macht sie geschmeidig, oder sie tut es eben nicht. Und das ist auf jeden Fall so eine, die das macht, die zudem auch noch schön riecht und die günstig ist. Deswegen würde ich mir die immer wieder nachkaufen. Und dann habe ich noch ein Shampoo von Goul aufgebraucht. Und zwar ist das Kopfhaut-Sensitiv-Shampoo für trockene, juckende und empfindliche Kopfhaut. Genau. Das habe ich mir gekauft, weil ich seitdem das jetzt wieder so angefangen hat, einfach, dass es kälter geworden ist und dass man wieder öfters Heizung mal anmacht und so, ist meine Kopfhaut so extrem trocken, dass ich eigentlich ständig kratzen muss, weil die Kopfhaut so juckt. Das hat mich aber nicht weitergebracht. Also ich habe es mal ausprobiert, aber ich weiß nicht, ich glaube, da brauche ich ein bisschen was Medizinischeres, wenn ich das so sagen kann, weil
keine Ahnung, ich glaube, das steht hier einfach drauf, um es halt einfach zu versprechen. Und es hat aber weder beruhigt, noch hat es irgendwie meine Kopfhaut entspannt oder wieder halbwegs normal gemacht. Ich habe jetzt immer noch juckende Kopfhaut und muss mir da auf jeden Fall noch was suchen. Wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt, ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gefragt, aber wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Das kommt einfach durchs Wetter bei mir. Also das habe ich eigentlich immer bei diesem Jahreswechsel, habe ich das irgendwie immer und deswegen muss ich mir da irgendwas suchen. Ich hatte euch in meinem letzten Video, in meinem letzten Aufgebraucht-Video, glaube ich, war das, habe ich euch gefragt, was ihr so für Trockenshampoos verwendet und ob ihr mir irgendwelche Tipps geben könnt. Und da haben ganz viele geschrieben, das von Batiste aus dem Real, das kenne ich ja auch schon, aus London habe ich das mal gehabt und das gefällt mir auch richtig gut. Und dann haben mir aber auch viele geschrieben, das Frotté von Swiss Opal, das gibt es einfach im Rossmann. Und da ich da schneller hingekommen bin, habe ich mir erstmal 2 Packungen davon gekauft. Und ich muss sagen, ich finde es echt ganz gut. Das ist halt einfach ein Trockenshampoo, das ich mir in die Haare mache, wenn am zweiten Tag der Ansatz schon nicht mehr ganz so frisch aussieht, wenn es einfach schon fettig aussieht und ich habe sehr schnell fettendes Haar, will aber meine Haare auch nicht jeden Tag waschen. Ich finde es ganz gut, es riecht echt schön, hat den Effekt, aber wenn ich mich jetzt an das Batiste zurückerinnere, hat das wesentlich länger gehalten. Also das hat den ganzen Tag gehalten und bei dem hier hatte ich das zum Beispiel auch manchmal mit einer Arbeit, um mir halt so über den Tag nochmal was drauf zu sprühen. Also so lange hält es nicht, aber es hat schon einen schönen Effekt. Und dann noch 2 kleinere Produkte und ich habe gar nichts Dekoratives diesmal dabei. Einmal ist das hier noch eine Handcreme, die ich aufgebraucht habe in so einer Reisegröße. Die hatte ich immer in meiner Handtasche. Und zwar ist das von Nivea die Anti-Age Q10 Plus Handcreme für trockene Hände. Und die benutze ich so, so gerne, weil sie einfach so gut riecht. Also der Geruch ist sowas von angenehm frisch und riecht aber so ein bisschen nach richtiger Bodylotion irgendwie und deswegen fand ich das so mega schön. Ich muss auch sagen, dass sie echt gut pflegt. Ich benutze davon aber immer relativ viel, weil die ziemlich schnell einzieht. Ja, aber die fand ich echt schön. Und dann habe ich noch ein Parfüm aufgebraucht und das ist mein absolutes Lieblingsparfüm, was jetzt schon wieder leer ist. Och Mann, das ist von Chloe, deren Signature-Duft, also deren Original-Duft sozusagen mit diesem Schleifchen. Das ist jetzt die kleinste Größe, kostet 35 Euro und ich finde, das geht echt für 35 Euro, so ein schönes Parfüm. Finde es auch ganz schön, dass die so eine mini-kleine Größe gemacht haben, finde ich irgendwie niedlich. Und da bin ich dann auch mal bereit, das eher zu kaufen, als jedes Mal 50 Euro dafür auszugeben. Also den habe ich mir schon öfters mal nachgekauft, werde ich mir auch immer wieder nachkaufen, ist aber eher mein Sommerparfüm, weil es schon sehr leicht und frisch ist und also leicht, frisch, total feminin und einfach überhaupt nicht aufdringlich, sondern ganz, ganz leicht auf der Haut. Aber man wird trotzdem darauf angesprochen, weil es einfach so ein schöner, sinnlicher Duft ist. Ja, genau. Und den werde ich mir zum Sommer hin oder zum Frühjahr auf jeden Fall wieder nachkaufen. Jetzt im Winter benutze ich ein bisschen was Schwereres. Aber ja, wenn ihr irgendwie Lust habt auf einen frischen Duft, der so ein bisschen blumig auch riecht und sehr sinnlich und einfach angenehm für jeden Tag, dann riecht unbedingt mal an dem. Ich glaube, den habe ich euch auch schon gezeigt, weil der einfach, oh, der ist so toll, dieser Duft. Ja, Leute, das war es auch schon wieder mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt so ein paar Tipps mitnehmen können. Schreibt mir auf jeden Fall nochmal eure Tipps, was man machen kann bei juckender Kopfhaut. Da wäre ich euch sehr dankbar. Ansonsten, ja, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann könnt ihr mich auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram abonnieren bzw. mir dort folgen. Da würde ich mich freuen und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Macht's gut!